Aber tatsächlich hat es ein Attentat gegeben. Ich würde schon fast sagen, ein Mordanschlag. Was ist dir da aus dem Gesicht gefallen, du Arschloch? Auf den Herrn Frank Magnitz nennt er sich. Das ist der Bremer, ist ein Bremer Bundestagsabgeordneter und AfD-Landesvorsitzender in Bremen. Auf ihn wurde ein Mordanschlag, ein feiges Attentat verübt. Und zwar geht es wohl darum, ich habe versucht, da ein bisschen Klarheit reinzubringen. Haben mehrere vermummte Männer anscheinend mit einem Kantholz auf ihn eingeschlagen. Es kursieren Bilder im Internet. Ich werde euch eine Seite verlinken, und zwar jungefreiheit.de. Hat da auch ein Bild von dem Herrn Frank Magnitz, wo wirklich eine klaffende Wunde auf seinem Kopf zu sehen ist. Und ich finde, es ist widerwärtig. Es ist eine Tat, die an Abscheulichkeit fast nicht mehr zu übertreffen ist. Ohne Scheiß. Es ist ein Riesenloch, was er im Schädel hat. Er wird bleibende Schäden davontragen, bleibend sichtbare Schäden. Ihm scheint es jetzt wieder so gut zu gehen, dass er ein Interview gegeben hat. Ist doch zum Totlachen. Frank Magnitz mit Tochter im Krankenhauszimmer, übel zugerichtet. Anhand von Überwachungsvideos ist mittlerweile klar, Magnitz wurde offenbar nicht mit einem Gegenstand geschlagen. Die AfD sprach von einem Kantholz. Erinnerungen an den Vorfall hat der Bundestagsabgeordnete nicht mehr. Ich weiß eben halt nur den Gang dahin oder den Weg dahin und eben halt alles hinterher. Aber diese, weiß ich nicht, 2, 3 Minuten oder so, die fehlen mir komplett. In Bremen wird demnächst gewählt. Magnitz sagt, der Ton sei rauer geworden. Das sei für ihn der Wahlkampfauftakt. Klein beigeben werde er nicht. Ich bin so gepolt und so gestrickt. Druck erzeugt Gegendruck und viel mehr Gegendruck. Also je mehr mir da entgegengeworfen wird, desto härter würde ich darauf reagieren. Und wir werden das noch stärker durchsetzen müssen, was wir uns auf die Fahne geschrieben haben. Ich finde es ist widerwärtig. Es ist eine Tat, die an Abscheulichkeit fast nicht mehr zu übertreffen ist. Ohne Scheiß. Dass irgendjemand, ich sage euch das ganz ehrlich, dass irgendjemand, ein Deutscher, abends durch die Gegend fährt und einfach mal den Salat so offen hat und sich denkt, hey, da ist eine ganze Gruppierung von Ausländern, augenscheinlich Ausländern. Ich nehme jetzt meinen Wagen, gebe Gas und hau da jetzt voll ein zwischen. Ey, jetzt mal ohne Scheiß. Ich kann es sogar ein bisschen verstehen. Ich kann es ein bisschen verstehen, dass er dann einfach sagt, ich habe hier gerade mal richtig die Schnauze voll.